Ja, wir sind jetzt hier in der Nähe von München und jetzt ist hier Katrin. Katrin, genau. Und wir wollen mal die nächsten 4 Tage mal zusammen irgendwas erleben. Gucken wir mal. Und ja, was haben wir vor? Grillen, Motorradfahren. Motorrad, genau. Die Gegend erkunden. Ein paar Städte anschauen vielleicht. Ja, gucken wir uns auch was an, genau. Wir werden das mal genau erkunden. Und dann nehmen wir euch da auf jeden Fall mal mit. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ciao. Wir sind jetzt gerade vom Einkaufen wiedergekommen und haben es hier noch ein bisschen gemütlich gemacht. Wir werden hier gleich mit dem Grill, ein bisschen mit dem Kontaktgrill, dann unser Fleisch grillen und Katrin und ich. Einen guten Sekt werden wir genießen. Ja, und zwar, naja, wir sagen jetzt nicht welcher, aber das ist ein guter Sekt. Genau. Und machen uns das jetzt einmal so richtig gemütlich hier und grillen jetzt erstmal. Das haben wir uns verdient. Genau. Und da kommt... Wer ist der? Keine Ahnung. Irgend so ein Hund läuft da gerade vorbei. Der wartet aufs Grill und aufs Fleisch. Ja, muss auch aufpassen. Der passt auch auf den Grill. Oh Gott, das darf ich nicht sagen. Das ist meins. Und das ist Katrins. Gerecht verteilt. So. Nachdem wir gestern Abend das dickste Gewitter hier erlebt haben und es dann bis spät in die Nacht unter so ein Vordach gesetzt haben und total geschnackt haben, werden wir jetzt gleich... Das ist tatsächlich mein Motorrad. Das sieht gar nicht so aus. Aber jetzt habe ich mal die ganzen Taschen abgenommen. Weil ihr könnt das sehen, da sind alle Taschen ab. Die Seitenkoffer und auch hinten diese graue Kiste. Damit fahren wir jetzt gleich mal los und wollen hier mal die Umgebung so ein bisschen erkunden. Es ist immer noch wahnsinnig warm, unheimlich schön. Aber man könnte alle halbe Stunde hier duschen gehen. Und jetzt düsen wir gleich erstmal los. So sind wir dann beide mit dem Motorrad nach Erding gefahren und für uns beide war es was ganz Neues, denn Katrin ist das erste Mal seit 40 Jahren wieder auf einem Motorrad mitgefahren. Auch für mich war der Betrieb mit einer Sozia wieder was ganz Neues, was man erstmal lernen muss, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht, hat geklappt. Wir haben eben einen wunderschönen Spaziergang durch Erding gemacht. Dann eine tolle Pizza genossen. Wir haben das Rathaus gesehen. Den Stadtturm. Genau, den schönen Stadtturm und einen Teil von der Stadtmauer. Genau, und jetzt machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ja, und wir haben hier noch eine riesengroße Sparkasse, die eigentlich da steht, wo man das Rathaus vermuten würde. Wunderschöne Architektur. Ja, und hier, da wo es die Pizza gab, gab es einen wunderschönen Keller da unten mit so einem Gewölbe. Ja, der war vor allem kühl. Ja, da konnte man sich gut aufhalten. Aber da runter zu kommen, musst du schon so einen Bergkletterer-Schein gemacht haben, ne? Genau, ja. War sehr steil gewesen. Ja, und jetzt haben wir das schön, dass wir gleich den Fahrtwind haben und uns langsam wieder zurückbewegen können. Es kommt wieder einer mit seinem lauten Motorrad und manchmal kommen auch Autos vorbei mit so einem lauten Bass. Bumti, 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 bumti. Ja, Achtung, jetzt kommt hier. Gleich ist vorbei. Jetzt kommt hier der Mann mit dem lauten Sound. Ja, so macht man das in der Innenstadt. Einige haben echt nicht alle Tassen im Schrank. Oder einen richtigen Auspuff am Motorrad. Wir fahren jetzt wieder los. Zum Stellplatz. So machen wir das. Genau. Wir fahren dann mit dem Motorrad in Richtung Stadttor in Erding. Hier ist also der Marktplatz und fahren dann durch das Stadttor gleich durch und von da aus dann wieder zurück zum Hauslerhof, nördlich von München gelegen. Ja, es war ein wunderschöner Ausflug nach Erding. Die beiden großen Dinge, die in Erding so bekannt sind, nämlich die Brauerei von Erding und auch die Therme, die haben wir nicht gesehen, sondern sind einfach nur durch die Stadt gegangen und das war wunderschön. Und wir fahren jetzt hier durch den Stadtturm einmal durch. Es ist Sonnabend und ja, wir wollten heute eigentlich mit dem Motorrad mal nach Freising fahren, aber das Wetter spielt einfach leider nicht mit. Und Motorrad und Regen ist immer eine ganz blöde Geschichte, dann wird man komplett klatschnass ankommen und deswegen haben wir dann gesagt, ja, wir fahren mal nach Freising, aber dann fahren wir dann doch mit dem Auto. Also, wir berichten mal, was wir in Freising erleben. Genau, und dafür nehmen wir das Auto heute, weil das Wetter nicht mitmacht. Wir waren jetzt gerade hier in Freising indisch essen. Und um ganz ehrlich zu sein, Wahnsinn, also diese Gewürze und die Menge. Und das Ambiente. Also wirklich völlig genudelt ohne Nudeln. Aber mit viel Reis und tollen Zutaten. Und tollen Soßen und Wir haben dann einen ausgiebigen Spaziergang durch die Innenstadt von Freising gemacht, haben uns dann noch einmal hingesetzt am Wasser, da war so ein Gewässer durch die Stadt, war wunderschön. Also das war ein toller Spaziergang, ein toller Nachmittag in der Stadt Freising.
bei dem Ender, ja, ich muss ja ehrlich sagen, ne? Es war ja eigentlich immer so eine Idee, wir wollten mal indisch essen gehen. Haben uns dann eine Umgebung natürlich angeschaut, gucken immer bei Google Maps erstmal so, was gibt's denn da, wo ist denn was und wie sind die Bewertungen und so. Das gucken wir uns dann gerne mal an. Und dann waren wir beim Ender gewesen und ich muss ehrlich sagen, ne? Wir beide eigentlich, das war wundervoll. Also das Essen. Die Getränke, aber es war viel zu viel. Wir haben uns völlig überschätzt und wollten von allem probieren, aber es war nicht möglich, das zu schaffen. Ja, es war einfach zu viel. Ich habe schon ordentlich viel was weggenommen und so, aber wir haben den Reis nicht geschafft, wir haben das Brot nicht geschafft. Also dann kam der Gastronom noch an und sagte, ah, hat er gesagt, wir sehen so hungrig aus, aber ich weiß nicht, ja, hat uns noch einen Nachtisch vorbeigebracht, den wir gar nicht bestellt hatten, aber echt wundervoll. Das war alles mit so ganz tollen Gewürzen. Das hat so toll geschmeckt. Also muss ich schon sagen, war wirklich stark. Und es war hervorragend angerichtet. Also es ist vom Anblick her wunderbar. Auch die Einrichtung so, ne? Ja. Übrigens, wir haben natürlich schon vorher gefragt, sollen wir uns draußen setzen? Ja klar, bei dem schönen Wetter sitzt man sich draußen. Heute Vormittag war es übrigens jetzt sehr, sehr verregnet. Aber dann war das Wetter eigentlich dann doch umgeschlagen und schön geworden. Und dann ist die Frage, draußen sitzen im August oder dann doch rein? Drinnen saß eigentlich niemand in dem Moment. Und dann haben wir uns doch für drinnen entschieden. Und eigentlich ist das dann auch die bessere Wahl, wenn man draußen sitzt im August. Da sind dann sofort die Wespen und die Bienen, Fliegen. Fliegen und Mücken. Und dann sitzt man draußen mit seinen Speisen und dann kommen die alle an. Und dann ist es nicht wirklich hübsch. Also das hat mir jetzt vor ein paar Tagen erlebt. Und außerdem, bei dem Restaurant muss man unbedingt das Ambiente innen sehen und erleben. Ja, das ist wirklich... Die Musik, alles was dazugehört. Traumhaft. Die Musik, allerdings, da war so eine Endlosschleife. Das war eine Musik, wo ich sagte, jetzt gucke ich mal auf die Uhr und mal sehen, wie lange die noch läuft. ja, war wunderbar und toll. Dann sind wir von da aus nochmal in die Innenstadt reingegangen, einmal ganz durch. Ein paar Geschäfte angeschaut, bisschen was angeschaut, fotografiert. Also die Innenstadt war schon wirklich toll. Das Rathaus hat mir toll gefallen. An dem Rathaus, ich muss mal eben hier die Hand wechseln, da waren so ganz toll die so Sprüche dran gewesen, die heute noch genauso gelten wie, keine Ahnung, 1600 irgendwann. Also wirklich ganz wundervoll gestaltet. Und wir haben uns da noch ein bisschen an so einen Wasserlauf gesetzt. War auch sehr schön. Aber wie gesagt, die Geschäfte, das war schon eine tolle Innenstadt in Freising. Den Dom haben wir nicht mehr geschafft. Genau, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, der wäre natürlich noch das Highlight gewesen, weil Freising eine Domstadt ist, sollte man unbedingt eigentlich den Dom sehen. Hat aber nicht mehr gepasst von der Zeit. Naja, vielleicht gehen wir doch mal irgendwann in der Weiße. Genau. So. Die Möglichkeit gibt es immer. Ja, und also eigentlich war es ein rundum toller Nachmittag gewesen. Und jetzt werden wir uns nochmal richtig schön hier das gemütlich machen. Jetzt kommt wieder ein Flugzeug angeflogen. Und zwar gemütlich machen, hier nochmal einen Film schauen und uns den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ganz genau, und da freuen wir uns drauf. Und morgen geht's weiter. Wir haben uns dann abends das nochmal richtig gemütlich gemacht mit Stimmungsleuchten hier am Motorrad dran, haben uns dann hingesetzt und ganz lange am Abend geredet, gesprochen, geratscht und dann am nächsten Morgen nochmal gemeinsam gefrühstückt. Und dann musste Katrin auch dann leider wieder fahren. Und wie es nun weitergeht, das werden wir in einem der nächsten Videos erzählen. Bleibt also dran, es wird eine spannende Geschichte. Ja, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.